So, das nächste Match ist ja klar. Da dürfen jetzt nur noch zwei Namen sich verstecken in den jeweiligen Eimerchen. Und zwar, oh geil, auf dieses Match habe ich richtig Bock. Und wenn ich in eure Gesichter gucke, ihr auch, schnappt euch ein Mikrofon. Stellt euch auf. Schere, Stein, Papier. Sorry, ich habe gerade mit Pete geflirtet. Du fängst an. Und ich will, dass ihr die MCs richtig pusht. Macht mal Lärm für das Match. Joschka gegen Dasha! Ja. Alle in Frankfurt. Joschka, ich weiß, du nennst Frauen gerne Huren und nach dem Battle schenke ich dir einen Duden. Und ja, weil wir uns noch nicht so gut kennen, ich weiß, deine Mutter, Mann, die ist mein Fan. Bitch, halt mal deine Fresse, Mann, du schenkst mir einen Duden. Ich mach mein Wortspiel raus, keine Nutte, was willst du denn? Junge, was geht bei dir ab? Ey, du verhältst dich wie eine kleine Snapchat-Kach. Was willst du denn? Du willst nur dudeln. Ja, in deinem Blog auf die guten alten Zeiten wie ein kleiner Schüler. Ich seh dir an, du bist nur ein kleiner Lügner. Die kleine Schlampe macht aus Routine den Mund auf, gegen die wird Schwester Elba wie die unschuldigste Jungfrau. Du bist eine kleine Bitch, Mann, ich ficke dich Hubbeltime auf diesem Beat, denn du bist nur eine Snitch. Ja, schön, du hast mich wieder eine Bitch genannt. Diesen Satz, den habe ich echt noch nicht gekannt. Ey, ja, den hat echt noch keiner so gesagt. Du bist so kreativ, Digga, ja, nix an den Tag. Yo, ich sag es jetzt, Leute, macht mal alle mit. Ey, yo, Dasha ist ne Bitch, ey, yo, Dasha ist ne Bitch. Nochmal ganz FFM, macht mal alle mit. Dasha ist ne Bitch, ey, yo, Dasha ist ne Bitch. Ey yo, nach dem Battle ruf ich deine Mutter an und sag ihr, Digga, schau dir deinen Jungen an. Ey yo, geh einfach mal auf YouTube drauf und dann sagt ihr, ich werde den zu Hause mal verhauen. Chill mal bitte rein, yo, chill mal Schimpanse. Sorry, meine Mutter, Mädchen, steht nicht auf Transen. Die steht auch nicht auf Frauen, obwohl bist du jetzt ein Mann oder eine Frau, ich weiß nicht genau. Ja, du Nuschelst, ist das doch richtig deutsch? Und deine Mutter mag tanzen, weil sie hat dich gezeugt. Ja, Digga, schau dich doch einfach mal an. Du bist weder Frau, noch bist du ein Mann. Du bist kein Mann, ey, bei mir Auspuffgase. Sie macht alles für einen Zwanni an der Taunusstraße. Du bist so mega krass verhurt. Ich picke dich wie Virus MC, du Missgeburt. Ey, yo, du bist selber eine Missgeburt und du hast noch nie eine Missgeburt. Ich meine, du hast noch nie eine Miss getroffen, denn ich weiß, du hast immer nur Mist gesprochen. Mist gesprochen, du rappst wie ein Baby im Pampers, hab mehr Fotzen gefickt, als du Schwänze geleckt hast. Dreckskach, jetzt sag's, ich mache dich einfach kaputt, denn du bist so eine Dreckskach. Ey, ja, man merkt dir an, du redest ganz schön Dreck. Keine Frau in diesem Raum hat jemals deinen Schwanz geleckt. Ja, und ich glaube, es wird auch jemals eine machen. Weil schau dich an, Digga, du bist einer von diesen hässlichen Affen. Junge, was geht ab, Mann? Ich chille grad mit Chill. Keiner hat den Schwanz geleckt, denn ihre Mama ist nicht hier. Yeah, die hat meinen Schwanz genossen. Was geht ab, ich chille im Underground wie Manta-Rochen. Vorbei! Macht mal Lärm für dieses Match! Respekt. Immer wichtig. Egal, was gesagt wird. Wenn der Beat ausgeht, sind wir alle wieder normal am Start. So, Dasha hat angefangen. Überlegt nochmal, wer hatte bessere Lines, wer hatte bessere Konter. Und ihr entscheidet, wer das Halbfinale komplett macht in der heutigen Freestyle Mania. Wenn ihr sagt, Dasha gehört ins Halbfinale, dann bitte einmal die Hände. Wenn ihr sagt, Joschka gehört ins Halbfinale, dann bitte einmal die Hände. Herzlich willkommen in der nächsten Runde. Props Joschka. An Dasha. Props an Dasha. Einmal Lärm für Dasha.